Willkommen zur Mittagsausgabe. Ja, Vorsicht reagierte den Handel. Vor allem, keiner will sich zu weit aus dem Fenster lehnen, bevor Mario Draghi am Donnerstag erklärt, was die EZB so zu bieten hat. Wobei diesmal könnte es vielleicht auch schon die Zinsentscheidung interessant werden. Die Marktteilnehmer rechnen ja damit, dass zumindest der Einlagenzins weiter gesenkt wird. Ja, und vorher, wie gesagt, wartet man erst einmal auf den Donnerstag. Trotzdem ein paar Nachrichten gab es und die will ich kurz zelebrieren. Der Chef der britischen Handelskammer, BCC, John Longworth, ist zurückgetreten, nachdem er vorher schon mal suspendiert worden ist. Er ist nämlich Befürworter eines Austritts aus der EU. Also auch in der Wirtschaft gibt es einige, die finden das gar nicht so schlimm, wenn Großbritannien aus der EU austreten würde. Wie gesagt, dafür ist es suspendiert worden. Trotzdem hat die Regierung heute erklärt, dass es keinen Druck auf John Longworth gegeben hat. Das ist eine sehr komische Verbindung, finde ich. Denn irgendjemand muss ihn ja suspendiert haben. Nun ja, die Medien berichten darüber, dass die Bank of Japan ihre Wachstumsprognose im April wohl senken wird. Trotzdem, Zinssenkungen scheinen zurzeit nicht in Sicht zu sein, wie wir ja heute früh schon berichtet haben. Und JP Morgan erwartet den DAX Ende 2016 bei 9.200 Punkten, also ziemlich pessimistisch. Zurzeit sind wir ja noch ein bisschen höher. Habe auch noch schnell eine Zahl gefunden vom Sentix Investorenvertrauen für die Eurozone. 5,5 nur noch, 8,0 waren erwartet worden, deutlich schlechter als auch als im Vormonat. Also alles nicht wirklich gut. Schauen wir schnell mal in den DAX hinein und da sehen wir, der DAX hat heute dann doch Gewinne mitgenommen und hat genau auf die 9.685 geschlagen. Wie schön. Wir bleiben also erst einmal in der Wolke. Natürlich der Tenkan jetzt unter dem Kijun. Das sieht alles erst einmal ein bisschen verhalten aus. Es kann also durchaus weitere Abgaben geben. Wichtige Unterstützung wäre sicherlich die 9.585, da wo auch die lange Wolkenlinie zu sehen ist. Brechen wir da durch, dann könnte es tatsächlich in den Korridor von JP Morgan schon gehen und das, obwohl wir ja noch gar nicht das Jahresende haben. Euro-US-Dollar hat heute auch erst einmal nachgegeben. Das könnte eine schon mal vorweggenommene Einpreisung der Zinssenkungen durch die EZB sein und der geldpolitischen Maßnahmen. Wir sind also inzwischen dann doch Richtung 1,0935 gefallen, die ich ja als Unterstützung heute früh schon mal erwähnt hatte. Jetzt habe ich da auch eine Linie reingezogen. Wir sind also bis fast dahin erst einmal gefallen. Sieht jetzt auch nicht unbedingt extrem bullisch aus. Auch der Kiwi hat heute sehr verloren, war unter den Währungen gegenüber dem US-Dollar der Verlierer. Hat also schon in der Nacht ordentlich nachgelassen, ohne dass es jetzt wirklich wichtige Zahlen gegeben hätte, sind wir auf die 0,6750 gefallen. Da haben wir Unterstützung gefunden und auch Silber oder überhaupt die Edelmetalle haben ein bisschen zugelegt, aber wir sehen, das ist hier ziemlich volatil und so richtig die Hochs vom Freitag haben wir noch nicht wieder erreicht. Ähnliches sehen wir auch beim Gold, aber auf alle Fälle, die Edelmetalle werden weiter gesucht, genauso im Gold wollte ich noch schnell zeigen, genau 1307, das bleibt die Marke, die man durchaus erreichen könnte und dann wollte ich noch aufs Öl kurz kommen, da sind wir auch weiterhin durchaus freundlich unterwegs, aber kommen auch zurzeit so richtig da nicht weiter vom Fleck, bei 36,50 gelingt uns das, wäre weiterhin die 38,30 durch. Aus denkbar. Und dann schauen wir noch auf Volkswagen. Die Führungsriege um Martin Winterkorn war über den Abgasskandal wahrscheinlich schon wesentlich zeitiger im Bilde als zugegeben. Offenbar hatte man gehofft, dass die Öffentlichkeit nichts davon mitbekommt, so Medienberichte. Und heute gab es dann auch gleich mal wieder einen ordentlichen Verlust. Minus 4%, ein bisschen mehr sogar inzwischen. Damit Verlierer im DAX. Schauen wir nochmal ganz schnell auf das, was es heute noch gibt. Das ist ja nicht wirklich viel. Und zwar haben wir noch zwei Männer vom FOMC, zwei Gouverneure des FOMC, die sprechen heute Abend noch um 19 Uhr, ob das da wirklich wesentlich Interessantes gibt und ob das den Markt stark bewegt, ist schwer vorherzusehen. Schauen wir einfach mal und beobachten den Markt. Heute Abend gibt es auch noch eine Sendung. In diesem Sinne erst einmal für den Moment einen guten Handel weiter.